Trouble ist die ganze Crew. Ja, 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 und ein Buddel voll rum. Hey, hallo! Macht denn hier keiner im alten Seemann die Tür auf? Guten Morgen, Mister. Na, Bürschlein, wie heißt du? Hawkins. Jim nennt mich meine Mutter. Jim, schöner Name, na schön, schöner Jim. Euer Grogladen? Zum Admiral Benbow, vermute ich mal. Weiter Weg vom Dorf in diese Bucht. Und ein guter Liegeplatz für einen alten Kapitän wie mich. Und bin durstig von der Schinderei mit der Kiste auf dem Karren. Geh, Jim, schenk mir einen Rum ein. Ich lade inzwischen die Kiste ab. Ja, Mister, einen Rum. Rum, Mutter! So, ein Rum will er. Natürlich. Hab noch keinen erlebt, der hier keinen Rum will. Wie sieht er denn aus, Jim? Wie ein Matrose, Mutter. Mit einer riesigen Narbe im Gesicht. Und seine Kleider sind scheint's mächtig abgerissen. Mrs. Hawkins, habe ich recht? Ganz recht. Dank dir, Jim. Ich möchte hier eine Weile bleiben. Lässt sich das einrichten? Eine Kammer für einen alten Seemann hat's doch sicher in Ihrem Laden. Rum, Schinken, Eier, mehr brauche ich nicht. Einverstanden, Mr. Bones, Mrs. Hawkins. Aber Sie dürfen mich Kapitän nennen. Wenn es auch schon eine ganze Weile her ist, dass ich von einem Schiff abgestiegen bin. Es ist eine gemütliche Bucht, in der ich vor Anker bin. Mit einer ausgezeichneten Klippe da vorn, von der ich ausspähen kann, was ich auf See so tut. Komm, Jim. Hilf mir, die Kiste an Land ziehen. Jawohl, Mr. Bones. Kapitän Jim, Kapitän! Das ist ein Kistchen, was? Schleif sie da in die Ecke, neben die Koje. Wie alt bist du? 14, Mister, Kapitän. Musst noch am Ende wachsen, bis du so eine Kiste allein über die Gangway wuchtest. Hier. Gib deiner Mutter die 4 Goldstücke. Und sag ihr, ich bin zufrieden mit der Kammer. Und bring mir rum. Eine ganze Flasche. Ich verdurste sonst. Ja. 15 Mann auf eines toten Truh. Ja, 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 und ein Buddel voll rum. Das Surfen und beim Teufel ist die ganze Crew. Ja, ja, ja. Hey! Hallo, Kamerad! Ist das die Schenke, in der ich meinen alten Bill finde? Kenn keinen alten Bill, Mister. Mhm. Setzen wir mal den Fall. Er hat eine mächtige Säbelnarbe auf der Backe. Und du musst ihn mit Kapitän anreden. Na? Den kennst du doch. Wie lange ist er hier? 1 Monat ist es her, dass er bei uns die Kammer genommen hat. Und seit 14 Tagen schuldet er uns Kost und Logis. Und euren Vorrat an Rum hat er sich ja schon ganz schön gelichtet. Und wie ist es nun? Ist mein lieber alter Bill zu Hause? Der Kapitän macht seinen Spaziergang in der Bucht. Dann werde ich in seiner Kammer auf ihn warten. Hey! Und du bleibst bei mir, mein Jungchen. Damit unser lieber Bill auch recht schön überrascht ist, mich in dieser weiß Gott abgelegenen Schenke zu sehen. War ein ziemliches Stück Arbeit, seinen Liegeplatz auszumachen, kann ich dir sagen. Na, das ist doch die Kammer, nicht? Ja, 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 und eine Buddel voll rum. Versaufen und... Na? Sing weiter, Bill. Kennst mich noch? Ein paar von der alten Crew sind am Leben und lassen dich grüßen. Schwarzer Hund. Wer sonst? Und nun will er mal seinen alten Schiffskameraden Billy in der Kneipe zum Admiral Benbow besuchen. Gemütlich hast du es hier. Na schön. Hast mich ausbaldobert. Pack aus, was willst du? So gefällst du mir, Bill. Der Junge soll uns einen Rum bringen. Dann wollen wir mal ein offenes Wort miteinander reden, Billy. Na, Jim, will der Kapitän schon wieder diesen verfluchten Rum? Dann soll er erstmal seine Schulden bezahlen. Es ist einer bei ihm, von seiner alten Mannschaft. Ist wohl ein guter Freund von ihm. Ja, genauso hört sich's an. Ich glaube eher, die demolieren uns die Einrichtung mit ihrer Begrüßungsfreude. Sieh nach, was sie anstellen. Aber sieh dich vor, Jim. Hey, Mister, hier rum! Hau ab, Bürschchen! Kapitän! Oh, gütiger Gott. Was für eine Schande für unser Haus. Wie sehen Sie denn aus, Mr. Bones? Ich muss weg, Mrs. Hawkins. Ich muss weg. Seid ihr verletzt? Lauf, Jim, hol Dr. Livesey aus dem Dorf. Nein, keinen Doktor! Dieser verfluchte Hund hat mich auf dem Gewissen. Der und die ganze Bande vom alten Flint. Kommt, kommt, helft mir in die Kammer. Jim, Jim, du hast ihn gesehen. Den schwarzen Hund? Den schwarzen Hund. Aber die anderen sind noch schlimmer. Sie werden mal kommen. Sie haben es auf meine alte Seekiste abgesehen. Ich war Steuermann. Erster Steuermann beim alten Flint. Und ich bin der Einzige, der die Stelle kennt, an der er seinen zusammengeraubten Schatz versteckt hat. Er hat's mir erzählt, als er im Sterben lag. So wie ich jetzt hier. Siehst du? Und dort in der Kiste ist der Plan vom Versteck. Und noch eine Menge anderer lustiger Dinge. Kommt, kommt, helft mir aufs Bett. Ich denke, ich komme hier nicht mehr weg. Und die Bande wird gleich hier sein. Oh, Jim, mir wird jetzt ganz schwarz vor den Augen. Jim, halt mich. Oh, verfluchter, schwarzer Hund. Kapitän! Mutter! Hätte ich den Kerl nie ins Haus gelassen. Mutter! Ich glaube, er ist tot. Wie es aussieht, ein Schlaganfall hat ihn erwischt. Gott sei seiner verlotterten Seele gnädig. Mutter, wir müssen schnell weg. Die Bande von Kapitän Flint wird gleich hier sein. Gib mir die Kerze und zieh die Fensterladen heran. Die Kiste ist verschlossen. Er wird den Schlüssel in seiner Tasche haben, Mutter. Ja. Hier. 2 Pistolen, Mutter. Und ein nagelneuer Anzug, Kautabak und Muscheln. Alles Plunder, Jim, alles Plunder. In dem Beutel hier ist Geld. Ich werde diesen Schurken zeigen, dass ich eine ehrliche Frau bin. Ich nehme, was er mir schuldig ist und nicht einen Penny mehr. Aber der Plan, Mutter! Was für ein Plan? Ach so, lass ihn. Oder nein, vielleicht ist er hier in dem Wachstuchpäckchen. Nimm es an dich und bring es zu Dr. Livesey. Komm, lass uns gehen. Die Bande überrascht uns sonst hier. Lösch die Kerze, Jim. Sie kommen. Schnell, Jim. Bring mich in den Schuppen hinterm Haus. Ich bin fast ohnmächtig. Schnell, Jim. Schlag die Tür ein. Zu Befehl, Sir. Nimm das Beil. Massiv gebaut, so eine Kneipe. Aber geschafft. Los, hinein. Was ist? Will mir keiner was melden? Bill ist tot! Spart mir Arbeit. Durchsucht ihn und bringt die Kiste raus. Sie sind uns zuvorgekommen. Irgendwer hat das Ding durchwühlt, von oben bis unten. Aber das Geld ist da. Hol der Teufel das Geld. Ob Flints Plan da ist, will ich wissen. Wir können nichts finden. Das sind die Leute aus dem Gasthaus. Das ist der Junge gewesen. Ich wollte, ich hätte ihm den Hals umgedreht. Der pfeift. Wir müssen verduften. Verduften? Feierkerl. Sucht den Jungen und bringt mir Flints Plan. Reich wie Könige könnt ihr werden und steht da wie die Ölgötzen. Nimm das Geld, was noch in der Kiste war. Brüll nicht so. Lass uns verschwinden, ehe der Zoll hier ist. Such das Bürschchen oder ich erschlag dich, du Ratte. Jungs, da hinten kommen ein paar Reiter vom Dorf her. Verflucht! Dirk, Johnny, los am Deck. Ja, mach schnell. Lasst mich doch nicht zurück, ihr Lumpen. Los zum Kutter. Mutter, Mutter, es ist Mr. Dance. Mr. Dance mit den Leuten vom Zoll. Mr. Dance. Bist du verletzt, Jim? Mir fehlt nichts, aber bald hätten sie uns gehabt. Ach, Mr. Dance. Wie habt ihr denn gewusst, dass Flints Leute hier waren? Ich hatte Nachricht, dass ein paar verdächtige Kerle mit einem Kutter in Kids Hole festgemacht hatten. Und da ich ahnte, wer euer Gast in den vergangenen Wochen war, nahm ich meine Leute und ritt auf dem schnellsten Weg her. Ich danke euch. Mrs. Hawkins, bedauere, dass ich nicht früher hier war. Hätte Ihnen den Schrecken gern erspart. Bill Bones ist tot. Aber Jim hat da was gefunden, was den Friedensrichter und Dr. Livesey vielleicht interessieren möchte. Mutter, darf ich gleich mit Mr. Dance zu Dr. Livesey reiten? Und die Seeräuber? Kommen nicht mehr zurück, Mrs. Hawkins. Die können von Glück reden, wenn meine Leute sie nicht noch in der Bucht gestellt haben. Ich lasse ihnen aber trotzdem Durbridge und Smith hier. Na komm, Jim, komm aufs Pferd. So, Dr. Livesey und der Friedensrichter werden staunen. Ich möchte Jim Hawkins heute Nacht hier behalten, Trelawney. Lass doch inzwischen die kalte Pastete auftragen, damit er etwas zu essen bekommt, wenn er sich am Kaminfeuer aufgewärmt hat. Das ist eine ausgezeichnete Idee, Dr. Livesey. Dance kann bei Jims Mutter vorbeireiten und ihr sagen, dass der Junge bei uns gut aufgehoben ist. Joyce? Sir? Haben Sie gehört? Jim bekommt die beste kalte Pastete, die er je bekommen hat. Sehr wohl, Sir. Die kalte Pastete für den jungen Herrn. Ich bringe sie sogleich. Na, und du hast also nun dieses Ding, auf das die Kerle so versessen waren, Jim. Hier ist es, Sir, in diesem Wachstuchpäckchen. Von Kapitän Flint haben wir schon gehört. Schon gehört. Das war der blutdürstigste Seeräuber, der je das Meer befahren hat. Ich habe seine Topsegel mit eigenen Augen gesehen, an der Küste von Trinidad. Aber der feige Sohn des Rumfasses, auf dem ich fuhr, drehte ab, Sir, und kehrte nach Puerto de España zurück. Er machte reiche Beute, dieser Flint. Worauf sollten diese Schufte sonst ausgewiesen sein? Sie riskieren alles für Geld. Nehmen wir mal an, in diesem Päckchen wäre der Hinweis auf Flints Schatz. Wenn wir nur einen Fingerzeig haben, dann rüste ich im Dock von Bristol ein Schiff aus und nehme euch und Jim mit und dann suche ich, bis ich den Schatz finde. Und wenn es ein Jahr dauert. Na, dann wollen wir mal das Päckchen öffnen. Jim, komm, halt das Ende hier gut fest. So. Ein Buch. Und hier auf dem Päckchen sind Siegel. Scheint eine Art Kontobuch zu sein. Was meint ihr, Trelawney? Natürlich, Doktor, die Sache ist sonnenklar. Das ist Flints Kontobuch. Hier links stehen die Schiffe oder Städte, die er versenkt oder geplündert hat, mit Datum und Namen und rechts die Summen, die erbeutet wurden. Und die Summen wachsen in dem Maß, wie unser Flint im Rang stieg. Gib mir doch mal das versiegelte Päckchen, Jim. Geht behutsam damit um. Ich vermute eine große Überraschung. Eine Karte. Eine Landkarte von einer Insel, Dr. Livesey. Stimmt, Jim, mit allen Angaben, die man braucht, um ein Schiff an der Küste sicher vor Anker zu bringen. Seht hier, das sind Flints Eintragungen. Diese Kreuze bezeichnen die Lage des Verstecks. Und hier steht, Hauptteil des Schatzes. Halt, auf der Rückseite sind noch ein paar Vermerke. Skelett, Insel, Ost, Südost, zu Ost 10 Fuß... Das Barrensilber liegt im nördlichen Versteck. Man findet es am Fuße des Osthügels, 10 Faden südlich von der schwarzen Klippe mit dem Gesicht ihr zugewandt. Livesey, ihr gebt sofort eure vermaledeite Praxis auf. Ich fahre morgen nach Bristol. In 10 Tagen haben wir das beste Schiff, Sir, und die tüchtigste Mannschaft von England. Jim Hawkins fährt als Schiffsjunge, ihr Livesey seid Schiffsarzt und ich bin Admiral. Na und Joyce, ja, Joyce muss auch mit als mein Adjutant. Vielen Dank für die Ehre, die Sie mir zuteil werden lassen, Sir. Aber wenn ich mir den Hinweis erlauben darf, Mrs. Hawkins sollte um ihr Einverständnis für den jungen Herrn ersucht werden. Joyce, Sie fahren mit und ich wette, dass auch Jim mitkommt. Und dass er eine Zierde unseres Unternehmens sein wird. Ich kann's kaum erwarten, Dr. Livesey. Aber wir sind nicht die Einzigen, die von diesem Dokument wissen. Richtig, Jim. Die Kerle, die heute Abend das Gasthaus angegriffen haben, werden keine Ruhe geben, bis sie im Besitze des Planes sind. Ich werde schweigen, bis wir uns in 10 Tagen in Bristol im Hafen treffen. Hallo Jim, hallo Dr. Livesey. Habt ihr eine gute Reise gehabt? Danke, Admiral. Jim schien zwar in der Postkutsche ein bisschen seekrank, aber hat sich tapfer gehalten. Wo liegt unser Schiff, Mr. Trelawney? Vor deiner Nase, Jim. So ein großes Schiff haben wir? Für diese Reise brauchen wir ein seetüchtiges Schiff. Hispaniola. Ist das der Name? Ja. Nimm dein Gepäck, Jim. Wir gehen an Bord. Sieh dich vor, dass du nicht abrutscht, Jim. Das Wasser im Hafen schmeckt nicht gerade gut. Hello, Joyce. Was gibt's? Kapitän Smollett möchte Sie sprechen, Sir. Wenn ihr uns sucht, wir sind in der Kajüte. Darf ich eintreten, Sir? Na, Kapitän Smollett, was habt ihr auf dem Herzen? Wir sind doch hoffentlich klar zum Auslaufen. Übrigens, das ist Dr. Livesey und das Jim, unser Schiffsjunge Jim Hawkins. Freut mich. Tja, also, Sir... Ich bin immer für Rheindeck, auch wenn es mir krumm genommen wird. Die Fahrt gefällt mir nicht. Die Mannschaft gefällt mir nicht. Mein Steuermann gefällt mir nicht. Kurz und bündig. Vielleicht gefällt euch das Schiff auch nicht, Sir. Darüber kann ich noch nicht urteilen, da ich es noch nicht ausprobiert habe. Und möglicherweise gefällt euch auch der Schiffseigner nicht, Sir. Einen Augenblick. Wieso gefällt euch die Reise nicht, Kapitän Smollett? Ich wurde unter Bedingungen verpflichtet, die wir versiegelte Order nennen, Sir. Das heißt, ich soll für Mr. Trelawney das Schiff dorthin führen, wohin es befohlen wird. Jetzt aber stellt sich heraus, dass jeder von der Mannschaft mehr weiß als ich. Das finde ich nicht anständig. Ihr etwa? Nein, ich auch nicht. Ich erfahre, dass wir auf Schatzsuche gehen. Wohlgemerkt erfahre es von der Mannschaft. Schatzsucherei, das ist eine heikle Sache. Ich mache solche Fahrten sowieso nicht gern. Aber ich mache sie ganz besonders ungern, wenn das Geheimnis einem Papagei erzählt wird. Meint ihr Silvers Papagei? Ja. Silvers Papagei? Mr. Silver ist unser Schiffskoch. Er war früher Seemann, hat aber ein Holzbein und fährt nur noch selten zur See. Er betreibt in Bristol eine Kneipe und hat mir sehr geholfen. Bei der Auswahl der Mannschaft lief sie. Ihr sagt, dass euch die Mannschaft nicht gefällt. Sind es keine guten Matrosen? Sie gefallen mir nicht, Sir. Und es wäre eigentlich meine Sache gewesen, die Mannschaft auszusuchen. Vielleicht, Kapitän. Nun wollen wir die Sache mal kurz machen. Captain, was wollt ihr? Klipp und klar. Schön. Ihr seid zu der Fahrt entschlossen? Eisern. Ausgezeichnet. Dann lasst mich noch ein paar Worte sagen. Erstens. Die Mannschaft verstaut das Pulver und die Waffen im Vorschiff. Ihr habt aber einen ausgezeichneten Platz unter der Kajüte. Warum lasst ihr sie nicht da verstauen? Zweitens, ihr habt 4 von euren eigenen Leuten. Warum werden sie vorn bei den anderen untergebracht? Warum kriegen sie nicht die Kojen hier, neben der Kajüte? Noch mehr. Eins noch. Ich habe mit meinen eigenen Ohren gehört, dass ihr die Karte einer Insel besitzt, dass auf der Karte die Stellen, wo der Schatz liegt, durch Kreuze bezeichnet sind und dass die Insel... Das habe ich keiner Menschenseele gesagt. Die Mannschaft weiß es, Sir. Livesey, das müsst ihr oder Jim gewesen sein. Es ist ziemlich unwichtig, wer es gewesen ist. Wenn ich den Kapitän recht verstehe, meint er, dass wir aus dem Achterschiff eine Festung machen sollten, die mit unseren Leuten bemannt und mit allen an Bord befindlichen Waffen und Pulvervorräten ausgerüstet wird. Ihr befürchtet eine Meuterei, Smollett. Sir, ich bitte euch nur, gewisse Vorsichtsmaßregeln zu treffen oder mir den Abschied zu bewilligen. Das ist alles. Ich werde anordnen, was ihr wünscht, aber meine Meinung über euch ist nicht besser geworden. Damit könnt ihr es nach Belieben halten, Sir. Ich werde meine Pflicht tun. Ich würde so ein Pulverfass vorsichtiger rollen, Rick. Kannst es als Sitz vor deine Koje nehmen. Lass die Flinten nicht über Bord gehen. Hey, da kommt Silver an Deck. Na, John, Alles klar? Hallo Jungs, was ist denn hier los? Wir räumen das Pulver ums Muttieren. Ja, beim Himmel, wenn wir das tun, kommen wir ja nie mit der Morgenflut aus dem Hafen. Geschieht auf meinen Befehl, Silver. Geht jetzt nach unten, die Leute wollen ihr Abendessen haben. Ei, ei, Sir. Das ist ein guter Mann, Kapitän. Hm, höchstwahrscheinlich, Doktor. Hida, Jim, geh von der Kanone weg. Mach, dass du zum Koch kommst und lass dir Arbeit geben. Jawohl, Kapitän. Ausgezeichnet, dass Sie unseren Jungen fest anpacken. Ja, auf meinem Schiff will ich keine Hätschelkinder haben, Sir. Mr. Silver? Hawkins! Komm her, Hawkins, komm. Und spinn ein Garn mit dem langen John. Der Kapitän schickt mich, Mr. Silver, dass Sie mir Arbeit geben. Niemand ist hier willkommener als du, mein Sohn. Setz dich und lass dir erzählen, was es Neues gibt. Das da ist Kapitän Flint. Piasta! Piasta! Piasta. Ich nenne meinen Papagei Kapitän Flint nach dem berühmten Seeräuber. Aha. Er weissagt uns eine gute Reise. Stimmt's, Kapitän Flint? Piasta! Piasta! Wirf ihm das Tuch da über den Käfig, dann ist er still. Ja, gut so. Der Vogel ist vielleicht schon 200 Jahre alt. Und wenn irgendwer mehr Scheußliches mit angesehen hat als er, dann muss es schon der Teufel selbst sein. Er ist mit Captain England gefahren, dem großen Seeräuber. Er war in Madagaskar und in Malabar und in Surinam und in Providence und in Portobello. Als die Goldschiffe ausgeräumt wurden, hat er das mit den Piastern gelernt. 350.000 sind es gewesen, Hawkins. Hm? Wenn man ihn so sieht, könnte man ihn für einen Küken halten. Aber er hat Pulver gerochen. Was, Captain? Klar zur Wende! Klar zur Wende! Darf ich ihm ein Stück Zucker geben, Mr. Silver? Ja, aber sieh dich vor, dass er dir nicht die Finger weghackt. Teufelsbrut! Teufelsbrut! Hat dir Flint einen Schrecken eingejagt, was? Ja, er versteht kein Wort von dem, was er sagt. Kannst du Gift draufnehmen? Er würde genauso fluchen, wenn er in einer Kirche wäre. Jim? Jim! Komm her! Da, sieh aus dem Bullauge. Jim, wir fahren. Leinen los! Reise, Reise! Reise, Reise! Schön, Mann auf ein... Versoffen und beim Teufel ist die ganze Crew. Na, Kapitän? Morgen sind wir schätzungsweise nur noch ein Dutzend Seemeilen von unserer Insel weg. Ja. Geben Sie zu, Sie haben Gespenster gesehen. Die Mannschaft ist munter. Die Leute arbeiten mit großem Fleiß. Mag sein, Sir, aber ich lobe den Tag nie vor dem Abend. Und heute ist die letzte Nacht an Bord. Hallo, Jim. Kapitän? Sind noch ein paar Äpfel in der Tonne? Ja, Kapitän. Dann bring uns welche. War eine gute Idee, die Tonne aufs Deck zu stellen, Smollett. Die Leute haben ganz schön reingelangt. Ja, ist eine alte Erfahrung, die der Doktor da befolgt. Die Mannschaft ist durch das frische Obst weniger anfällig gegen Skorbut. Die Äpfel, Kapitän. Danke, Jim. Hol dir auch ein paar und geh dann schlafen. Du wirst morgen durch ein Paradies wandern, wenn wir an Land gehen. Und im Paradies, habe ich mir sagen lassen, braucht's ausgeschlafene Leute. Ja, wir wollen auch unter Deck gehen, Kapitän. Ach, die Nacht wird kurz. Okay. Psst. Bist du's, John? Wer denn sonst, Hans? Wenn nicht der lange John. Erstklassiges Plätzchen, diese Tonne. Für so ein kleines Gespräch in der Nacht. Von hier aus hast du die beste Übersicht auf Deck, falls uns einer stört. War mir doch, als hätte ich den Jungen eben an Deck gesehen. Das Bürschchen huscht wie eine Ratte durchs Schiff. Hat mir der Kapitän in den Pelz gesetzt, die kleine Laus. Wird nicht mehr lange so munter sein. Bist ein Mordskerl, John. Vito den alten Trelawney an der Nase herumgeführt und ihm fast die ganze Mannschaft von Flints altem Kahn aufgeschwatzt hast. Und mit dem ehrlichsten Gesicht von der Welt. Bin 40 Jahre alt, musst du bedenken. Wenn ich von der Reise zurück bin, setze ich mich endgültig als feiner Herr zur Ruhe. Oh. Nach der Reise darfst du dich in Bristol nicht mehr sehen lassen. Meine Kneipe ist verkauft, samt Mietvertrag und Kundschaft und Tagelage. Und meine Alte weiß, wo sie mich zu treffen hat. Und wie lange sollen wir hier noch rumliegen wie ein verdammtes Bumboot? Ich hab so ziemlich die Nase voll vom Smollett. Hat mich lang genug geschunden, Gottsdonner. Ich will nun endlich mal rein in die Kajüte da hinten. Will ihr Eingemachtes und ihre Weine, John. Hans, mit deinem Kopf ist nicht viel los. Ist es nie gewesen. Hör mir zu. Du wirst vor dem Mast schlafen und hart arbeiten und dein Maul im Zaum halten, bis ich das Zeichen gebe. Ich hab ja nur gefragt, wann du losschlagen willst. Wann zum Teufel, überleg doch mal. Dieser Smollett, ein erstklassiger Seemann, führt das Schiff für uns. Da ist der Friedensrichter, Mr. Trelawney, und der Doktor. Die haben die Karte und all das Zeug. Weißt du, wo sie's haben? Nichts weißt du. Sollen die doch den Zaster finden und uns helfen, ihn an Bord zu bringen. Ich ließe den Smollett die halbe Rückreise machen, bevor ich zuschlage. Aber ich weiß ja, was für eine Bande ihr seid. Ich werde auf der Insel Schluss mit ihnen machen, sobald der Zaster an Bord ist. Ihr seid ja nicht glücklich, bevor ihr besoffen seid. Frikassier mich der Teufel, aber ich hab satt bis daher mit einer Bande wie euch zu fahren. Sachte, lieber John, wer will dir denn an den Wagen? Was meinst du, wie viele schöne große Schiffe vor meinen Augen geentert worden sind und wie viele fixe Jungs ich am Galgen in der Sonne hab dörren sehen? Und warum? Immer nur wegen dieser dreimal verfluchten Eile. Morgen wollt ihr den Hals voll rum und übermorgen hängt ihr am Galgen. Und wenn wir sie nun haben, den Captain, die anderen und den Jungen, was machen wir dann mit ihnen? Hm? Sollen wir sie irgendwo an Land setzen? Ah. Oder sollen wir sie abstechen? So hätten Flint und Billy bei uns es gemacht. Billy war groß in sowas. Wer tot ist, beißt nicht, sagte er immer. Na, und nun ist er selber tot. Nun weiß er ja, ob man dann noch beißen kann. Wenn je ein Raubein drüben eingelaufen ist, dann war es Billy. Diesmal darf nicht gefackelt werden, ich bin für tot. Wenn ich erst im Parlament sitze und in meiner Kutsche fahre, dann soll keiner mehr von den Brüdern da achtern ankommen und mir in die Suppe spucken. John, bist ein toller Kerl. Darauf nehme ich einen Schluck. Sauf nicht zu früh. Gib schon her! Es wird bald Tag. Dr. Livesey! Dr. Livesey! Dr. Livesey! Jim? Du bist schon auf? Komm rein. Unser Jim kann seinen ersten Landgang nicht erwarten, denke ich mir. Ich habe in der Apfeltonne gehockt, Sir. Die ganze Nacht? Hereingefahren und nicht wieder herausgekommen? Du bist doch sonst ziemlich wendig, Junge. Nein, ja, ich kam nicht schnell genug weg, als Silver und Hans kamen. Sie wollen uns umbringen, Sir. Hat einer von euch das Land da schon mal gesehen? Ich, Sir. Wir haben da mit einem Handelsschiff Wasser gefasst, auf dem ich Koch war. Aha. Der Ankerplatz liegt wohl auf der Südseite, hinter einer kleinen Insel, wie? Ganz recht, Sir. Skelettinsel wird sie genannt. Ist wohl mal ein Liegeplatz von Seeräubern gewesen. Mhm. Sie hatten da oben auf der Insel einen Ausguck, den sie Fernrohr nannten. Einer von unseren Leuten kannte das. Ich habe hier eine Karte, Silver. Seht doch mal, ob das so stimmt mit dem Ankerplatz. Jawohl, Sir. Hier ist der Ankerplatz. Sauber gezeichnet. Ziemlich neu. Wer mag das gezeichnet haben? Es war richtig, Sir, dass ihr die Insel von Luf angegangen seid. Mhm. Danke, Silver. Gebt den Leuten einen Grog, den sie auf Mr. Trelawneys Gesundheit trinken sollen, der uns diese ausgezeichnete Fahrt verschafft hat. In Ordnung, Captain. Na, Jim? Ja, Mister? Pass mal auf, was für ein herrliches Fleckchen Erde diese Insel ist. Ein herrliches Fleckchen Erde für so einen Jungen wie dich. Da kannst du baden, Bergklettern, Ziegen jagen. Wenn du einen kleinen Streifzug machen willst, sag nur dem alten John Bescheid. Ich geb dir einen ordentlichen Happen Frühstück mit. Hm? Na also, Captain, ihr habt recht gehabt, ich war ein Esel. Als Esel nehme ich es auf mit euch, Sir. Ja, diese Mannschaft hat sich bisher durch nichts verraten. Das ist Silvers Werk. Ein bemerkenswerter Mann. Richtig bemerkenswert würde er sich erst ausmachen, wenn er an der Ranok baumelte, Sir. Wie es aussieht, haben wir Zeit, bis der Schatz gefunden ist. Wir müssen nur höllisch aufpassen. Die Burschen sind unberechenbar, wenn sie den Boden der Insel unter den Füßen haben. Unsere Leute, Joyce und die anderen, müssen wir ständig um uns haben. Wir können uns doch auf Sie verlassen, Mr. Trelawney. Wie auf mich selbst. Und Jim kann uns mehr nützen als irgendwer sonst. Die Bande hat kein Misstrauen gegen ihn und Jim ist ein aufgeweckter Junge. Jim, ich setze unbegrenztes Vertrauen in dich. Ja, Mr. Trelawney. Ich schlage trotzdem vor, dass wir jetzt in der Bucht vor Anker gehen und Silvers Leute zu einem Landurlaub aussetzen. Einverstanden. Jungs, wir werden ein paar heiße Tage vor uns haben. Ein Abstecher an Land wird keinem schaden. Ihr könnt die Boote nehmen und wer Lust hat, kann den Nachmittag an Land verbringen. Eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang lasse ich einen Kanonenschuss abfeuern. Hurra! Hurra! Es liebe der Kapitän! Runter, runter! Smollett, seht nur, was macht Jim? Der Junge ist verrückt. Springt in Morgens Boot. Jim! Jim! Eins Schlag, eins Schlag, eins Schlag. Hau ruck, hau ruck. Tiefer eintauchen die Ruder, ihr Hunde. Werdet's nie lernen, versoffene Bande. Gebt auf die Brandung acht, dass die Boote nicht kentern. Hey, ihr da drüben. Morgen ist das nicht unser Schiffsjung in eurem Boot. Ei, ei, John. Er kann's kaum erwarten, mit uns an Land zu kommen und all die Schätze in diesem Paradies hier aus der Nähe zu sehen. Pass gut auf ihn auf morgen, dass er uns nicht verloren geht. Achtung, die Sandbank, John. Die Boote an Land ziehen, sonst nimmt sie die Strömung mit. Höher hinauf, die Boote. Hey, Jim, wo rennst du denn hin? Jim, komm zurück! Jim! Verfluchter Bursche, haut ab. Lass ihn laufen. Den sehen wir wieder, John. Wo rennst du denn hin, Junge? Junge! Wo rennst du hin? Mein Gott, wer sind Sie? Na, fass auf erstmal. Ich bin Ben Gunn. Mensch, Junge. Und ich habe seit 3 Jahren keinen Menschen mehr auf dieser gottverlassenen Insel gesehen. Und mit keinem gesprochen, außer mit mir. Und als ich dich sah, Gott, oh Gott, oh Gott, bist du gerannt. Als wäre der Leibhaftige hinter dir. So bin ich ja all die 3 Jahre nicht außer Atem geraten. 3 Jahre? Bist du ein Schiffbrüchiger? Nee, Kamerad. Ausgesetzt. Vor 3 Jahren ausgesetzt. Ich habe seither nur von Ziegen, Bären und Austern gelebt. Ich habe schreckliche Sehnsucht nach einer richtigen menschlichen Nahrung. Hast wohl nicht zufällig ein Stück Käse bei dir, Kamerad? Wie heißt du eigentlich? Jim. Sag mir die Wahrheit, Jim. Du kamst da nicht mit Flints Schiff? Flint ist tot. Aber bei uns an Bord sind ein paar von Flints Leuten. Vor denen bin ich geflohen. Vorhin am Strand. Auch einer mit einem Bein? Silver. Ja, so heißt er. Silver. Er war unser Koch und ist der Chef der Bande. Ja, nun seid ihr in einer bösen Klemme, was? Verlass dich auf Ben Gunn. Der findet die Sache schon. Das musst du deinen Leuten sagen. Und du sagst, Gunn ist ein ordentlicher Kerl. Und er hat immer einen Berg Vertrauen zu ehrlichen Leuten, anstatt zu diesen Glücksrettern, von denen er selber einer gewesen ist. Was war das? Ein Kanonenschuss, Kamerad. Ein Schuss aus einem richtigen Schiffsgeschütz. Ja, und das sind Flintenschüsse. Da wird gekämpft. Ich muss zurück. Meine Leute sind in Not. Silver wird sie ermorden. Ben Gunn, ihr müsst mich führen. Ja, komm. Wir kürzen den Weg über die Hügel ab. Links. Du musst dich links halten, Kamerad Jim. Hier habe ich meine erste Ziege getötet. Jetzt kommt keiner mehr her. Sind alle ausgerissen. Auf die Berge. Aus Angst vor Benjamin Gunn. Und das da, das ist der Friedhof. Siehst du? Siehst du die Grabhügel? Halt, Jim! Sieh dir das an. Ein Blockhaus. Mit einem Zaun. Und einer Fahne. Das sind deine Freunde. So viel ist sicher. Ich glaube eher, dass es die Meuterer sind. Das? Nee, das sind deine Freunde. Selber wird dir die Seeräuberflagge hissen. Aber nie den June und Jack. Kannst dich drauf verlassen. Deine Freunde sitzen da in dem alten Blockhaus, das Flint sich vor Jahren gebaut hat. Ja. So, dann kannst du gehen. Und wenn einer was von Ben Gunn will, dann weißt du ja, wo er zu finden ist, Jim. Aber allein. Allein muss er kommen. Ben Gunn, sagst du, hat seine Gründe, warum er das so haben will. Eine ganze Höhle voll Gründe, sagst du. Eine ganze Höhle voll. Ich verstehe. Du willst mit Dr. Livesey oder Mr. Trelawney reden. Ist das so? Wirst du das auch nicht vergessen, Jim? Und wenn du Silver sehen solltest, du wirst Ben Gunn nicht verraten. Und wenn sie dich vierteilen, du lässt nichts aus dir rauskriegen. Gar nichts. Verstehst du? Hallo, Doktor. Mr. Trelawney. Kapitän, seid ihr's? Jim. Jim Hawkins. Klettere rüber, Junge. Jim, dass du da bist. Ich habe den Kanonenschuss gehört. Und dann das Schießen. Als du an Land warst, kamen ein paar von den Kerlen mit Silver zurück und wollten uns entern. Wir mussten das Schiff verlassen. Jim, wir hatten dich schon tot geglaubt. Hat doch nicht viel gefehlt. Ich habe meine Rettung Ben Gunn zu verdanken. Ben Gunn? Ben Gunn sagt, er hätte ein Berg Vertrauen zu euch. Und möchte euch oder Mr. Trelawney sprechen. Wegen einer Höhle voll Gründe. Was, eine Höhle voll Gründe? Bin ich froh, dass ihr lebt, Doktor. Und das Schiff? Was ist mit der Hispaniola? Ist in den Händen der Seeräuber, Jim. Aber du bist ja ganz verstört. Komm herein und stärke dich. Doktor, Captain, da kommt einer. Ist Silver selbst, mit einer Parlamentärflagge. Wer da? Bleibt stehen oder wir schießen! Unterhändler! Doktor, ihr übernehmt die Wache an den Gucklöchern an der Nordseite. Jim an der Ostseite, Trelawney an der Westseite. Die anderen laden die Musketen. Rasch, Leute, und vorsichtig. Und? Was wollt ihr? Kapitän Silver möchte an Bord und unterhandeln. Kapitän Silver? Kenn ich nicht. Wer ist das? Ich, Sir. Die armen Kerls haben mich zum Kapitän gemacht, da ihr ja desertiert seid. Wenn ihr uns was mitzuteilen habt, heraus damit. Kommt her! Also, wir wollen den Schatz haben und wir werden ihn kriegen. Ihr werdet wahrscheinlich eure Haut retten wollen. Ihr habt eine Karte, stimmt's? Möglich. Ihr gebt uns die Karte und wir teilen unsere Vorräte mit euch, wenn wir abdampfen. Und das erste Schiff, das wir sichten, schicke ich her, damit es euch herausholt. Ist das alles? Mein allerletztes Wort, Gottsdonner. Schön. Dann hört zu. Wenn ihr herkommt, einzeln und unbewaffnet, dann will ich mich verpflichten, euch alle in Eisen zu legen und in England an ein ordentliches Gericht abzuliefern. Ihr werdet den Schatz nicht finden, ihr könnt kein Schiff führen. Das sind meine letzten Worte. Und wenn ich euch das nächste Mal treffe, dann schieße ich euch eine Kugel in den Hintern. Und nun hau ab, mein Junge! Mach, dass du wegkommst! Aber schnell! Noch bevor eine Stunde um ist, stoße ich euer altes Blockhaus ein wie ein Rumpfass. Wer von euch dann krepiert, hat's noch am besten. Es wird nicht lange dauern, bis sie da sind. An Zahl sind sie uns über. Aber wir kämpfen in Deckung. Ich zweifle keinen Augenblick, dass wir sie verdraschen, wenn wir nur wollen. Hunter, gebt eine Runde Cognac an die Besatzung aus. Dafür dürfte jetzt keine Zeit mehr sein. Doktor, ja. Ihr übernehmt die Tür. Passt auf, dass ihr ihnen keine Blöße gebt. Haltet euch drin und schießt durch den Vorbau. Gut. Hunter, ja. Übernimmt die Ostseite. Joyce, die Westseite. Ja. Mr. Trelawney, ihr seid der beste Schütze. Ihr übernehmt mit Gray die Nordwand mit den 5 Schießscharten. Da droht die meiste Gefahr. Mhm. Jim und ich laden die Flinten und gehen euch zur Hand. Verzeihung, Sir. Wenn ich jemanden sehe, darf ich dann feuern? Natürlich, das habe ich doch gesagt. Danke, Sir. Da habt ihr euren Mann getroffen, Joyce? Nein, Sir. Ich glaube nicht, Sir. Ach, schießen ist gut, aber treffen besser. Wie viele waren es? Ich glaube 3 auf meiner Seite. Bei mir schätzungsweise 8 bis 9. Achtung, sie kommen wieder. Schießt, schießt ihr da im Haus. Gut so, Doktor. Rasch wieder in Deckung, Jungs. Sie rennen. Seht doch, Kapitän, Doktor. Sie rennen, was die Beine hergeben. Da vorne liegen 5. Die nicht mehr rennen werden. 5 Holler! Das klingt schon besser. Da ist es mit ihrer Übermacht nicht mehr weit her. Ich denke, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Sir, für den Rest des Tages haben wir Ruhe. Unser Joyce umschreibt in seiner vornehmen Art, dass er Hunger hat. So ist es, Sir. Ich werde das Feuer wieder anzünden. Jim? Ja, Doktor? Setz dich zu mir. Was meinst du? Ist dieser Ben Gunn ein brauchbarer Kerl? Weiß nicht recht, Sir. Mir kommt so vor, als wäre er nicht richtig im Kopf. Doch, doch, das ist er, wenn es auch nicht so aussieht. Wenn einer 3 Jahre lang hier auf der Insel Nägel geknabbert hat, kannst du nicht verlangen, dass er sich anders benimmt. Was sagtest du, worauf hat er Appetit? Auf Käse, Sir. Auf Käse? Na, den soll er haben. Ich habe in meiner Schnupftabakdose einen Käse, der in Italien hergestellt wird und sehr nahrhaft ist. Den soll er haben. Heute noch. Ben Gunn interessiert mich. Smollett, ich melde mich für den Rest des Tages bei Ihnen ab. Einen kleinen Spaziergang machen. Na, lassen Sie sich nicht wegfangen, Sir. Glück auf den Weg, Doktor. Wo geht der Doktor hin, Kapitän? Ich vermute, deinen Freund Ben Gunn besuchen. Herrgott, komme ich mir komisch vor ohne Schiff. Kapitän eines Blockhauses unter englischer Flagge. Man müsste in Erfahrung bringen, was mit der Hispaniola los ist. Joyce! Joyce! Ja, junger Lord? Psst, Joyce. Ich vertraue dir was an. Aber du musstest die nächsten 3 Stunden verschweigen. Jim Hawkins. Psst, Joyce. Nicht so laut. Tu mir die Liebe, sonst hau ich so ab, ohne dir zu sagen, dass ich nach dem Schiff sehen will. Und keiner weiß dann, wo ich bin, wenn ihr mich sucht. Jim, ich warne dich. Dr. Livesey wird toben. Hab ich ihm nicht Ben Gunn verschafft? Joyce, ich bin ja bald zurück. Melde mich an Bord, Mr. Hans. Ey, was ist denn das? Jim Hawkins! Du warst also der Halunke, der die Trossen durchgeschnitten hat. So ist es, Mr. Hans. Das wird weder dir noch mir sehr viel nützen, mein Junge. War das Dümmste, was du tun konntest, die Trossen durchzuschneiden. Jetzt treiben wir beide mit dem Toten da munter vor unserer Insel und müssen ganz rasch mal sehen, wie wir festen Boden unter den Kiel bekommen. Hol mir den Brandwein dort von der Back. Ah. Hier, Mr. Hens. Seid ihr verletzt? Ich werde es überleben. Das rothaarige Schwein da fiel mich in seinem Suff an. Hat mir mit dem Messer die Seite aufgeschlitzt. Wirf ihn über Bord, er ist hin. Ihr habt ihn ermordet? Ermordet? Jungchen, du amüsierst mich. Oh, das tut gut. So, wie wär's denn, wenn du mir sagst, wo du herkommst? Ich bin an Bord gekommen, um das Schiff in Besitz zu nehmen, Mr. Hens. Betrachtet mich bitte bis auf Weiteres als euren Kapitän. Na schön. Ich bin dermaßen zerfetzt, dass ich mich kaum rühren kann. Sonst hätte ich dich längst gebührend begrüßt, Captain Jim. Und wer nun das Schiff führen soll, das weiß ich nicht. Hier habt ihr ein paar Lappen, um eure Wunde zu verbinden. Dafür sagt ihr mir, was ich zu tun habe, um in die Nordbucht davon einlaufen zu können. Nordbucht? Na, mir bleibt keine Wahl. Bleibt mir nicht. Stell dich ans Ruder. Und lass das Schiff Fahrt aufnehmen. Gut so. Jetzt abfallen. Na also. Zum Galgenplatz. Würde ich dich das Schiff steuern helfen, wenn es sein müsste, Gottsdonner. Nur um nicht in der See zu verrecken. Da ist schon die Einfahrt zur Nordbucht, Hens. Ich denke, wir schaffen's. Die Flut ist gerade richtig. Das Ruder noch ein wenig mehr Backbord. Ja, so ist gut. Gut so. Und nun batz rein und das Schiff auf den Sand. Immer halt drauf zu. Das ist ein idealer Platz. Schöner, flacher Sand. Pass auf, Junge. Wir haben zu viel verarbt. Etwas Steuerbord. Recht so. Und jetzt Backbord. Und jetzt anrufen. Festhalten. Geschafft. Gut gemacht, Captain Hawkins. Und jetzt bedanke ich mich auch schön. Kein Zollbreit weiter, Hens. Sonst schieße ich euch ab wie einen Hund. Bleibt doch da mal stehen. Aber warum denn so ängstlich, Jungchen? Bloß weil ich jetzt wieder auf meinen Beinen stehe und dir die Hand schütteln möchte für die Rettung. Werf das Messer weg, Hens! Hätte dich beinahe gehabt. Aber ich habe nun mal kein Glück. Hab ich nicht. Muss die Flagge streichen von dem grünen Schiffsjungen. Hens, zurück! Hab ich dich! Zurück, Hens! Oh! Hast mich doch überlistet. Verflucht! Oh! Kapitän Smollett! Joyce! Joyce! Fiesta! 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 Wer da? Dick! Dick! Ja, bring eine Fackel! Fiesta! Fiesta! Was? Hier, Silber. Ja, gib schon her. Oh, sieh an. Der Teufel soll mich holen, wenn uns da nicht unser Freund Jim ins Blockhaus geschneit ist. Das finde ich aber nett. Reizende Überraschung für den armen alten John. Hab mir immer gewünscht, dass du zu uns kommen und wie ein richtiger, feiner Mann sterben möchtest. Und das wirst du ja nun wohl müssen, mein Hähnchen. Der Doktor hatte vielleicht eine Wut auf dich. Ein undankbarer Strolch wärst du, hat er gesagt. Hm? Zu deinen Freunden kannst du nicht zurück, denn die wollen dich nicht. Da wirst du nun bei Kapitän Silver bleiben müssen. Schön. Wenn ich mich entscheiden soll, dann habe ich ein Recht zu wissen, wieso ihr hier seid und wo meine Freunde sind. Sollst du, sollst du. Gestern Abend kam euer Doktor mit einer Parlamentärsflagge und sagte, wir wären verratzt, unser Schiff wäre weg. Gott's Donner, und unser gutes Schiff war tatsächlich weg. Noch nie habe ich einen Haufen Dummköpfe so glotzen sehen wie uns, kannst du mir glauben. Jedenfalls handelten wir es aus, der Doktor und ich. Und nun sind wir hier und die anderen sind fort, getippelt. Ich weiß nicht wohin. Ist das alles? Alles. Dann will ich euch sagen, wem ihr das zu verdanken habt. Ich habe das Ankertau der Hispaniola gekappt und das Schiff an einen Platz gesteuert, wo ihr es nie finden werdet. Dann soll er zur Hölle fahren. Steck das Messer weg, Morgan. Wer an den Jungen geht, kriegt's mit mir zu tun, auch wenn ich ein Krüppel bin mit meinem Holzbein. Ich erschlag ihn eigenhändig. Hier mit der Krücke, klar? Naja. Danke euch, Silver. Werd ein gutes Wort für euch einlegen, wenn ihr unter dem Galgen steht. Lass deine Witze, Hawkins. Ich möchte von dir wissen, weshalb mir der Doktor außer der Hütte auch noch die Karte von Flints Schatz gegeben hat. Irgendwas steckt dahinter, schlimm oder gut. Weißt du's? Die Karte von Flints Schatz? Die Karte der Insel? Ja, die Karte der Insel. Flints Karte mit seinem Namenszug und allen säuberlich gemachten Eintragungen. Verflucht, ich weiß nicht, was das soll. Kann ja den Doktor mal fragen, Mr. Silver. Könnte dir so passen, mein Jungchen. Ja, vielleicht gar keine schlechte Idee. Das wirst du morgen tun, bevor wir losziehen, den Schatz zu suchen. Hey, John! Bleib mal stehen. Ich hab was gefunden. Bleib dicht hinter mir, Jim. Das Skelett da ist ein Matrose gewesen. Du wirst doch hier keinen Bischof finden, denke ich. Ist aber für ein Gerippe eine sonderbare Art, da zu liegen. Mir kommt da eine Idee. Denk an Flints Karte. Skelett. Das ist ein Kompass. Mach mal eine Peilung in Richtung der Knochen. So. Mensch, John. Das Ding ist ein Wegweiser. Immer geradeaus. Dann kommen wir zu unserem Zaster. Das ist einer von Flints Witzen. Muss Allardyce gewesen sein, der lange Allardyce, als er noch lebte. Erinnerst du dich noch, Morgan? Natürlich. Hat er mein Messer mitgenommen, als er an Land ging. Kommt, Jungs! Wir haben keine Zeit. Vorwärts! Wir holen die Dublonen! Was war das? Das war doch... Seid doch mal still! Soffen und beim Teufel ist die ganze Ruhe. Das ist doch Flint beim Teufel. Kerls, lasst euch doch nicht unterkriegen. Da foppt uns einer. Klingt wie Flints Stimme. Aber das ist einer aus Fleisch und Blut. John Silver! John Silver! Hol mir rum, John! Nun ist aber Schluss. Kommt, weg von hier! Halt, Jungs, halt! Ich hab mich vor Flint nicht gefürchtet, als er lebte. Und beim Himmel, ich nehm's auch jetzt mit ihm auf, wo er tot ist. Keine Viertelmeile von hier liegen 7 mal 100.000 Pfund. Hat je ein Seeräuber so vielen Dollars den Achtersteven zugekehrt? Hör auf, John, bind nicht mit einem Gespenst an. Gespenst? Das klang mehr wie... Hast recht, John, es klang wie... Wie Ben Gunns Stimme beim Himmel. Jawohl, und die war es auch. Ben Gunn ist es gewesen. Vorwärts, Jungs! 15 Mann auf eines toten Truh. Und die Bulle. Da vorne ist der Baum von Flints Karte. Alle Mann drauf! Hurra! Die Grube ist leer. Jetzt begreife ich den Doktor. John, hast du das gewusst? Nimm die Pistole, Jim. Jetzt mach dich auf was gefasst. Die Kerle werden uns beide lynchen. Das sind wohl deine 7 mal 100.000 Pfund, hä? Du hast es raus, den Anführer zu spielen. Du bist ja auch der große Mann, der noch nie was versaut hat. Grabt doch, Jungs, grabt! Würde mich gar nicht wundern, wenn ihr noch ein paar Erdnüsse finden würdet. Erdnüsse, habt ihr das gehört? Der hat's vorher gewusst. Ihm verdanken wir jetzt, dass wir im Dreck sitzen. Ihm und den Bengel, den ich mir jetzt aufs Messer nehmen will. Oh. Oh. Jim, Jim, aufgepasst! Vorwärts, Laufschritt! Wir müssen sie von den Booten abschneiden! Doc, Stock! Seht doch, Doc, es eilt nicht. Trelawney ist schon zwischen Ihnen und den Booten. Hab Dank, Dr. Livesey. Fast wär's aus gewesen mit uns. Mr. Silver? Ben Gunn. Hab mir's doch gedacht. Bin ich, Mr. Silver. Wie geht's denn? Gut? Was? Das ist aber fein. Ben, wenn das ausgerechnet du mir den Strich durch die Rechnung gemacht hast. Na, Doc, es war jedenfalls mein Glück, dass ich Jim Hawkins bei mir hatte. Ihr hättet sonst den alten John ruhig in Fetzen reißen lassen und keinen Finger für ihn gerührt. Stimmt, Silver, keinen Finger. Los jetzt. Mr. Trelawney und der Captain warten schon in der Höhle bei der Nordbucht. Komm mal rein, Jim. Bist auf deine Weise ein tüchtiger Junge, aber ich glaube nicht, dass wir zwei noch einmal miteinander zur See fahren. Hier bringe ich euch einen alten bekannten Kapitän. Ja, seid ihr das, Silver? Wie kommt denn ihr hierher? Melde mich wieder zum Dienst, Sir. Aha. John Silver, ihr seid ein unglaublicher Schurke und Schwindler. Man sagte mir, dass ich euch nicht verfolgen lassen soll. Gut, das werde ich nicht tun. Aber die Toten hängen an eurem Hals wie Mühlsteine. Aus meinen Augen. Vielen Dank, Sir. Komm, Jim, sieh dir das an. 7 mal 100.000 Pfund. Zusammengeraubt von Flint und seinen Leuten. Wie viel Mord, Blut und Schmutz hängt an dem Geld. Und Ben Gunn hat das alles hier in die Höhle geschafft? Das waren meine Gründe, die du dem Doktor genannt hast, Jim. Eine ganze Höhle voll Gründe. Deshalb konnte ich Silver getrost die Karte geben. So, genug gegafft, Jim und ihr, Doktor. Wir haben noch Arbeit für den Rest des Tages. Das Geld muss an Bord. Die Hispaniola ist flott. Ab heute hab ausschließlich ich das Kommando. Klar? Was euch keiner neidet, Kapitän. Na, Jim, deine Mutter wird dich sicher schon mit Sehnsucht in Bristol erwarten. Hm? Da muss aber Kapitän Smollett doch noch eine Reise mit mir machen. Wenn auch bloß die Heimreise.